In einem Land, umgeben von Bergen, liegt eine Stadt, geprägt von Geschichten, dunkel und alt, von Generation zu Generation weitergegeben. Einst in Vergessenheit geraten, doch nun wieder zum Leben erweckt. Geist, Toll. Dunkle Gestalten, kehrt und erzählt vergessene Geschichten, jemand plötzlich heftig an ihr Fenster pocht und jemand mit aller Gewalt aus einer verschlossenen Tür heraus will, dann ist das ganz gewiss kein normaler Vorgang. Da kann durchaus auch etwas Übersinnliches dahinter stecken. Glauben Sie nicht? Die folgende Geschichte wird Ihnen das Gegenteil beweisen. Los geht's. Ein gewisser Stöckler aus Tarrens zog sich täglich zur selben Stunde vom Horngarten zurück, sodass es seinen Kameraden auffiel. Sie lockten ihn eines Abends absichtlich herbei und versperrten die betreffende Kammer. Beim gewohnten Stundenschlag pochte es eigentümlich leise ans Fenster, jedoch niemand war davor zu sehen. Tja, da sitze ich nun an diesem besagten Tisch. Altehrwürdigen Gasthof. Seit Jahren geschlossen. Da ist nichts mehr. Eigenartigerweise habe ich sofort den Schlüssel bekommen. Aber mit hinein
ist von denen niemand. Die sind alle vor der Haustür stehen geblieben. Auf, rannte nach der Tür, bat die Anwesenden, sie möchten ihn gehen lassen. Weil sie ihm nicht willfahrten, versuchte er unter Anwendung aller Kräfte, die Türe zu öffnen. Bald aber erschraken sie nicht wenig. Dem Stöckler brach der Schaum aus dem Mund, er sank unter krampfartigen Zuckungen zu Boden. Erst als es in der Früh wieder zum Gebet läutete, kam der Stöckler wieder zu sich. Seitdem hieß er im Volke allgemein der Hexenmeister. Das war heftig. Mittlerweile wundert es mich nicht mehr, dass niemand mit mir in diesen altehrwürdigen Gasthof mit hineingegangen ist. Mittlerweile bin ich echt froh, wieder hier in meinem sicheren Raum zu sein. So heftig hätte ich mir das nicht vorgestellt. Aber wenn ein altes Gemäuer so lange verlassen ist, dann spürt man da sehr wohl noch die Energie an jener, die jemals da drinnen waren. Und von allem, was da auch passiert sein mag. Doch der Geruch, der ist noch da. Sonst wird er rausgestürmt. Ich habe mich wirklich ziemlich heftig erschrocken. Aber okay. Jetzt hier. Wie gesagt, bin ich hier sicher. In diesem Sinne, Leute. Abonniert doch meinen YouTube-Kanal. Und besucht die verlinkten Seiten der Auftraggeber und der Partner. Es würde nicht nur mich freuen, sondern auch die Auftraggeber und die Partner. Und wenn ihr mir was zu sagen habt, dann hinterlasst doch einen Kommentar. Am besten aktiviert ihr auch die Glocke, damit ihr keine neue Folge versäumt. Und auf YouTube und Instagram bin ich auch zu finden. Also, passt gut auf euch auf. Und gute Nacht.